A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I'd finally set out to make my mark, to find adventure. But instead, adventure found me. When life flashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. Leute, ich bin Scary the Gamerid und ich präsentiere euch hier Tomb Raider 2013. Ja. Und anscheinend hat Lara, also ist sie gehört worden, leider nicht von der richtigen Person. Denn jetzt wird sie erstmal ein bisschen abhängen gelassen. Gruesome. Ja, willkommen zu diesem neuen Projekt. Etwas, was ich schon sehr lange mal machen wollte. Und jetzt komme ich endlich mal dazu, oder beziehungsweise jetzt nehme ich mir mal die Zeit dafür, um das auch mal zu machen. Oh, vor allem, weil kein so langes Spiel ist. Also nicht, ja, 30, 40 Parts wahrscheinlich. Ich spiele das hier auf normal, weil ich es schon mal auf hart durchgespielt habe. 97%. Mal gucken, wie viel wir hier am Ende schaffen. Vielleicht schaffen wir mal die 100. Mal gucken. Also wenn ich Zeit habe und offscreen ein bisschen rumlaufen kann und ein bisschen sammeln kann. Ja, sie hängt jetzt erstmal ein bisschen ab wie so eine Made. Währenddessen kann ich dir noch ein bisschen was erzählen. Was wollte ich noch erzählen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe eben schon mal einen Versuch gemacht, aber ich bin mal in den Quicktime-Events verzweifelt. 15 Mal gestorben oder sowas. Und mir gedacht so, nee Leute, da gucke ich erst nochmal nach. Und jetzt weiß ich, was ich machen muss, denke ich. Ich hoffe, das geht diesmal ein bisschen besser. Wie gesagt, war nur die ersten 10, 15 Minuten. Das machen wir jetzt noch einmal. Und dieses Mal erfolgreich. Peinlich, ey. Wir wedeln uns jetzt erstmal hin und her, um hier rauszukommen. Ja, ich fürchte, die werden dir gerade nicht helfen, Mädchen. Okay, ich glaube, das reicht schon. Okay, und jetzt müssen wir uns hier anzünden, um da runterzukommen, also um hier wegzukommen. Und ja, das wird sehr wehtun, Lara, es tut mir leid. Ich will auch nicht, dass es dir wehtut, aber... Oh, have fun. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich an dem Spiel sehr kritisiere. Ja. Diesen Torture-Porn-Aspekt, wo man schön sieht, wie Lara sich übelst verletzt und... wie ich sie jetzt quälen muss damit, weil das ist übrigens etwas sehr Falsches. Man sollte das Teil nicht einfach rausziehen, nicht ohne medizinische Hilfe, weil... man würde schlichtweg einfach verbluten. Also zumindest, wenn eine Arterie getroffen wird, verblutet man sehr schnell.
der Schmerz. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was das für ein Schmerz ist, den sie da gerade durchmacht. Ja, aber wie gesagt, es gibt sehr viele Möglichkeiten für Lara in diesem Spiel zu sterben und man sieht das immer auf sehr illustrative Weise. Ich finde diesen Torture-Porn-Aspekt ziemlich doof. Oh, und da hängt jemand. Aber ich fürchte, die Person hat es schon ziemlich lange hinter sich. Ich finde ihn ziemlich grausam und doof, aber es gehört leider zum Spiel. Ich werde versuchen, zu vermeiden zu sterben, aber... Eben habe ich gemerkt, so das kriege ich gar nicht richtig hin. Ah, die Fackel kriegen wir aber mit, ne? A nice torch. Englischer Sound, weil finde ich besser. Außerdem, ein bisschen Englisch lernen kann nie schaden. Und dafür deutsche Untertitel. Wie halt häufiger auf meinem Kanal, das kennt ihr ja. Und muss ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Hallo? Das war jetzt Physics-Crap. Da ich eine Nvidia-Grafikkarte habe, haben wir jetzt auch die mega physikalischen Super-Haare von ihr. Bin gespannt, wie man das noch, was da man dann noch Schönes sehen wird. Ah, schön. Das Dumme ist, ja, jemand hatte ich wohl gehört und die Fackel wird jetzt ausgehen. Ah. Aber zum Glück kriegen wir hier direkt eine Möglichkeit, sie wieder anzuschalten. Wir können den Überlebensinstinkt nutzen, um interaktive Objekte zu sehen. Ist oft nötig, aber eigentlich nicht immer notwendig. Stattdessen machen wir jetzt das offensichtlich und zünden erstmal. Ja, das ist ein Explosivfass, Lara. Ich würde dir raten, du solltest mal da weggehen. Am besten nochmal raus. Ich wäre rausgegangen. Also man weiß nie, wie sich so ein explosives Zeug verhält oder wo das alles hinballert. Aber gut, gehen wir erstmal weiter. Schnell. Mach schnell, Lara. Mach schnell. Shit. Ja, die Quicktime-Events sind auch teilweise aus der Hölle. Und ich fand sie um einiges einfacher. Ich glaube, ich habe mit Controller gespielt, oder? Habe ich doch mit der Maus gespielt? Ich kann mich auf jeden Fall an diese Quicktime-Events nicht mehr so erinnern. Ja, er will mir nur helfen. Ja, ist klar. Oh, und dann mit einer offenen Wunde, ne? Auf irgendeiner verlassenen Insel durchs Wasser. Infektiös hoch 27. Richtig geil. Also, Lara, das wirst du ausbrennen müssen, sonst bist du sehr schnell hinüber, fürchte ich. Und selbst dann. Hoffen wir mal, dass dein Fleisch das zudrückt, die Wunde, und nur die äußeren Stellen davon von dem Wasser benetzt werden. Finde einen Weg hinaus. Willenskraft. Okay. Ah, sieht man schon. Hier sind Explosivfässer und Minen. Okay, und die Dinger müssen wir jetzt anzünden, da hinten irgendwo. Also, denn wir sollten schlecht... Interessant, wie dieser Käfig einfach mal hochgeschnellt ist gerade. Aber wir sollten natürlich nicht mit unserer Fackel die Minen anzünden oder die Fässer direkt. Das wäre sehr ungünstig für unsere Gesundheit. Da ich das eben schon mal gemacht habe, wo ich ein bisschen rumgedörbt habe. Ist mir im ersten Spiel gar nicht so schwer gefallen, ne? Aber weiß ich jetzt schon, was ich machen muss. Deshalb, wir müssen das runterlassen, müssen hier das Zeug sammeln. Und wenn wir das Treibgut gesammelt haben... Ja, reicht schon. Ups, das war ein bisschen zu früh. Ich sollte auch rennen, richtig. Warum rennst du nicht, Mädchen? Aber es... Anscheinend ist das auch ausweichen, wie man sieht. Oh, das wird noch fun, Leute, die Interface-Fails, die ich hier machen werde. So, aber auf jeden Fall heben wir das jetzt an. Und schieben erstmal die Kisten da. Ja, hoffentlich bleiben auch ein paar da drin. Aber wir brauchen nur eine, das reicht. Übrigens... Ah, ach so, deswegen. Ich könnte die Kisten nämlich auch so anzünden, aber da ist ja so ein Wasserfall, wo die erst durch müssen, deswegen bringt das nichts. Deswegen müssen wir das über diese, ja, etwas schwierigere Variante machen. Warum liegen hier Minen, könnte man sich fragen. Aber erstmal raus hier. Lauf, Lara, lauf. Schneller. Wir haben Erfahrung bekommen, das ist sehr gut. Oh nein, oh nein, oh nein! Oh Gott, das ist gefährlich. Hier sind überall irgendwelche Spitzen, Stöcke und so ein Mist, wo wir uns aufspießen könnten.
Und das sind sehr ekelhafte Todesarten, das wollen wir nicht sehen. Oh, aber die Inszenierung ist einfach schön. Auch wenn Lara das wahrscheinlich nicht unbedingt so sieht. Sie kann das sicher nicht so wahrnehmen wie wir. Oh nein, ich der schon wieder verschwinde. Ah ja, sehr gut. Hier bin ich übrigens ein paar Mal dran gescheitert. Oh nein, oh nein. Jump! Unschön. Oh nein. Schneller, Lara! Oh nein, 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 nein! Ist ja fies. Gott. Schneller! Ich wollte schon sagen, ist sie gerade draufgegangen? Oh Gott. Das war heftig, Mädchen. Gut blutig, wie es aussieht. Aber das ist so eine schöne Szene jetzt. Komm schon, raff dich auf. Alles wird gut. Wir sind bei dir. Irgendwie schaffen wir das schon. Ja, es ist kein so langes Game. Ich schätze so mit 30 bis 40. Vielleicht 50 Parts. Mal gucken. Tomb Raider. Und es hat ein ziemlich cheesiges Ende, aber... Also ich fand es zumindest cheesy, was dann da gesagt wurde, wo ich mir dachte so, nee. Das spielt aber auf den zweiten Teil dann an. Okay, 300 EP bekommen, sehr schön. Immerhin haben wir... was gewonnen damit. Okay. Ja, sonst gibt's hier nichts. Gerade. Deswegen gehen wir mal weiter. Warum rennst du automatisch? Sieht so aus, als würdest du rennen, oder? Aber schaut euch diese Schiffe an, die alle hier gestrandet sind. Wow. Ja, das wird nicht einfach für sie. Vor allem ist sie immer noch verletzt. Wir müssen dagegen was tun. The lifeboat. Where are they? They must have gone inland. Finden wir schon. Oh ja, fun. Balanceakte in Spielen, ne? Geil. Okay. Take it slow. Aber ich würde es auch in Real nicht machen wollen. Oh nein. Ich glaube, da wäre ich noch viel mieser. Oh oh. Oh oh. Oh crap. Und es ist schwierig zu sehen, wenn man hier eine Eingabe machen muss. Ich versuche einfach ein bisschen gegenzusteuern. Oh, okay. Das war glücklicherweise das einzige Mal, dass man so einen richtigen Ballonfuck macht. Später rennt sie einfach da drüber, als wäre es nichts. Okay. Ich hoffe, das ruckelt im Part nicht, wenn ich mich umgucke. Für mich ruckelt es jetzt gerade so ein klein bisschen. Oh, dieser Lens wäre auch schön. Ja, schaut euch diese epische Szene an. Wow. Wie übel das einfach ist. Ich hoffe, es ruckelt für euch nicht. Ich werde da mal reingucken in die Aufnahme. Mal schauen, ob ich da was machen kann. Aber vielleicht erst in 5 bis 10 Parts. Ihr wisst, wie das ist. Ich nehme meistens direkt eine Session auf und dann... Weil ich vorher nicht wirklich sehe, wie das Endprodukt ist. Ich spiele übrigens auch auf Ultra, also daran könnte es auch ein bisschen liegen. Aber ich habe halt 50 bis 60 Frames durchgängig, also sollte eigentlich nicht. Oh Gott, wir müssen jetzt da hoch. Bist du sicher? Ja, du bist sicher, ist okay, komm. Gib Gummimädchen. Okay. Oh, merken. Okay. Merken, die Hand ist E und das Ausrufezeichen ist F. Das darf ich nicht vergessen, während dem ganzen Spiel nicht. Also wenn die... Oh, Quicktime-Passagen unschaffbar. Oh, 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 oh. Halt dich fest. Halt dich fest, Mädchen. Alles gut, alles gut. Ah. Und das mit so einer Wunde, ne? Ja. Dass sie sich überhaupt festhalten kann, ist eigentlich schon unmöglich. Mit so einer Wunde würdest du dich nicht mehr... Oder irgendwo hochziehen können, würdest du keine Chance haben für. Nicht mit so einer Wunde. Das ist so ein schönes Game.
Ich meine, es ist immerhin schon 3 Jahre alt. In der Computertechnik ist das eine ganze Menge. Aber es sieht immer noch top, tip top aus. Es ist richtig, richtig cool. Ah, wir können Wände raufklettern, okay. Drücken Sie im Sprung. Ach ja, okay. Um uns nochmal abzustoßen und dann hochzukommen. Allein das muss so wehtun mit dieser Wunde. Au. Ich hab nicht aufgepasst. Sorry, Lara. Sam! They must have come this way. Ja, nimm bloß alles mit, was in irgendeiner Weise nützlich sein kann. Wir haben Funkgerät erhalten. Folgen Sie der Spur der Überlebenden. Wir haben hier wirklich sonst nichts mehr? Irgendwie Scrap oder sowas? Wir werden auch unsere Waffen verbessern können und sowas. Also, das ist alles möglich. Oh, crap! Oh, Lara! Mach doch nicht so einen Scheiß! Autsch! Ich dachte, ich müsste mich festhalten mit E, aber ich habe darauf gewartet, aber da kam nichts. Oh, ich habe das Spiel zu lange nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das hier läuft, Leute. Ich werde es trotzdem nicht als Blind oder Half-Blind oder so deklarieren, weil das wäre ja nicht richtig. Oh, ich brauche eine Waffe. Und ich höre Wölfe. Aber das Ding müssen wir abschießen, das gehört zu den Achievements. Das heißt, hier muss ich auf jeden Fall nochmal hin zurück. Okay. Ja, sieh zu, dass du dich aufwärmen kannst, Mädchen, dass du trocken wirst, weil... Bei dem Regen, bei der... Das muss so schweinekalt sein. Auch das Wasser ist schweinekalt. Das zu trinken, wichtig, weil Wasser, aber... Verdammt kalt, Leute. Is anyone listening? Please respond. Kluges Mädchen. Ja, das erste würde ich auch erstmal versuchen, Feuer zu machen. Oh Gott. Und dann nur eine Chance, ne? Hoffentlich muss ich das nicht machen, dann versagen wir. Ne, okay, macht sie. Wo auch immer sie das trockene Holz gefunden hat, aber immerhin. Feuer hilft schon mal. Was machen wir jetzt mit der Wunde, Mädchen? Na komm, irgendwas muss da jetzt gemacht werden. Das kannst du jetzt offen lassen. Hier ist die soon to be world famous archaeologist Lara Croft in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you, Roth trusts you, you got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? Come on, tackle it! Wie süß. How can you suggest I'm not serious about this expedition, Lara? It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai... No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it.
Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, two PhDs, one in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. Don't need a PhD to know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Well, look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously Grim is cool. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? Ja, das frage ich mich auch, du Kerl. Immerhin aufbauend mal ein paar Videoaufnahmen von den Freunden zu sehen, die jetzt gerade nicht da sind. Und schön für die Hintergrundstory. I can't just sit here. Frau gegen Wildnis, suchen Sie nach Nahrung. Ja, wir haben unser erstes Lager gefunden, der geschützte Grat. Und wir brauchen jetzt was zu essen. Leider brauchen wir das nur ein einziges Mal im Spiel, was ich ein bisschen schade finde. Aber naja, wir werden es jetzt bald oder werden gleich mal nach was zu essen jagen. Wie? Ohne Bogen, ohne Waffe, ohne irgendwas. Aber das schauen wir uns dann an. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sorry, dass der erste Part so ein bisschen kürzer ist. Aber ja, es ist so gerade ein super guter Cut-Point. Und wir haben sehr, sehr viel Action gehabt jetzt. Und jetzt wird der nächste Part ein bisschen ruhiger und so. Und da denke ich, ein Cut wäre ganz gut. Also hoffe ich, seid dann mit dabei bei diesem schönen Projekt und bis dann, Leute. Tschüss!